tun hat oder mit Angststörungen zu tun hat oder auch mit Panik. Hat er die Gefühle jetzt mehr zugelassen? Und ist es eventuell jetzt dadurch zu Panikattacken gekommen? Erstmal schon mal komplett auf einem Widerstand. Jeden Tag, wie leicht diese Medikamente. Ein Video über die Diskussion, über die Debatte, die gerade in Deutschland geführt wird, dass Meditation bzw. Achtsamkeit Schattenseiten hat. Schaden hat und ich habe viele Anfragen dazu bekommen auf meinen Kanal. Du hast mir gesagt, du hast auch mehrere Anfragen bekommen. Du hast sogar eine Anfrage gestellt über eine De Dokumentation, die gerade auf YouTube vor ein paar Tagen hochgeladen worden ist. Ob du darauf reagieren darfst, Darfst, ja. das wollten die nicht. Aber wir dürfen ja ein Video drehen und unsere Meinung dazu sagen, wie wir dieses ganze Thema sehen. Ja, klar. Hallo André, Hi. wie geht's dir? Gut, und selbst? Danke auch. Wie stehst du zur Meditation? Ja, allgemein natürlich, ne, aufgrund meiner eigenen Erfahrung, erstmal positiv. Ja, in Bezug auf die Doku, ich denke mal, dass es natürlich Schattenseiten gibt, das will ich halt gar nicht leugnen. Aber ich glaube nicht, dass, also ich glaube erstmal nicht pauschal, dass die Meditation an sich das Problem ist. Jetzt waren da ja bei der Doku und auch ich habe auch mehrere Artikel gelesen in Google. Jetzt waren da ja Menschen dabei, auch dieser junge Herr bei dieser Doku. Wir tun übrigens für diejenigen, die die Doku nicht gesehen haben, das tun wir dann unten nochmal verlinken, die Ja. Doku. Dann können Sie sich ja natürlich das noch auch nochmal ansehen. Jetzt waren da ja Menschen dabei, auch dieser junge Kerl am Anfang kann ich mich besonders, der ist mir gut in Erinnerung geblieben, der gesagt hat, er hat es so wie folgt gesagt, dass er durch die Meditation Panikattacken entwickelt hat und dann auch in eine Klinik musste, wegen der Meditation. Und ich glaube auch zu meinen, er meinte, das ging dann auch so in Richtung, dann auch in Wahnvorstellungen etwas hinein, etc. Depersonalisierung und sowas, ne, glaube ich, hat er gesagt. Ja, genau, ja. Das Wort Depersonalisation und Derealisation wurde nicht genannt, aber er hat es, glaube ich, so Ja, richtig gut so. beschrieben. Ja, Er hat es genau. so gut beschrieben, wie er gesagt hat, er hat sich dann so wie von seinem Körper so entkoppelt gefühlt. Ja, Ne? genau. So, das sind so typisch so Derealisation und Depersonalisation. Ich glaube, daran hast du ja auch, glaube ich, mal gelitten, richtig? Ja. Ja, ich auch. Ich auch übrigens für diejenigen, die nicht wissen, was Depersonalisation und Derealisation ist. Das ist ein Gefühl, ein Symptom aus der Psychologie, wo man sich so von seinem Körper entfremdet fühlt. Ja, also man fühlt sich nicht mehr so gemeinsam in seiner Einheit. Und er meinte dann, dass er durch die Meditation diese Symptome entwickelt hat. Wie siehst du das Ganze? Also ich glaube schon, dass das sein kann. Ich glaube, das liegt halt daran, dass viele einfach, besonders dadurch, dass Meditation mittlerweile halt so Trend geworden ist und ich glaube, dass einfach ein völlig falsches Bild davon herrscht, was Meditation überhaupt ist und was Meditation erreichen soll. Ich glaube, viele gehen einfach mit dem Mindset dran, dass Meditation primär erstmal eine Entspannungsübung sein soll. Und ich glaube, da liegt schon mal der erste Fehler. Weil ich glaube, besonders wenn man mit Ängsten zu tun hat oder mit Angststörungen zu tun hat oder auch mit Panik, dass die meisten erstmal in so einem Widerstand leben, wo sie alles einfach nur runterdrücken. Und durch die Meditation, beziehungsweise die Meditation ist dann quasi der erste Punkt, vielleicht auch in ihrem ganzen Leben, an dem sie das erste Mal die Widerstände fallen lassen. Und ein Gefühl auch wirklich fühlen. Und das führt halt dann dazu, dass das Gefühl nun mal stärker wird. Weil sie halt nun mal alles die ganze Zeit runtergepresst haben. Und das dann der erste Punkt in ihrem Leben ist, wo sie das nun mal nicht mehr tun. Und dann muss quasi alles in Bewegung geraten, was sich halt angestaut hat. Über Monate, über Jahre oder vielleicht auch über Jahrzehnte. Das ist so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade sagst, weil das erinnert mich gerade an den Ausschnitt des Videos, wo er gesagt hat, der junge Mann, als er gesagt hat, es ging ihm dann so furchtbar schlecht. Er hat gesagt, es ging ihm da so schlecht und er hat jetzt ja diese Panikattacken und er war da in so einem Forum drinnen und dann hat er das auf eine sehr, ich sag mal, eine vorwurfsvolle Art leicht so geschildert, so kam es auf mich zumindest rüber, dass er so sagte,
Ich habe das denen erzählt, dass es mir immer schlechter geht und dann meinten die, das sind nur deine Widerstände. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an Ja, diese. ja. Das sind nur an deine Widerstände. Jetzt bist du ganz nah dran, jetzt musst du weitermachen. Jetzt musst du durchhalten und die Widerstände sein lassen und zulassen und die Gefühle hochkommen. Und das hatte ja so auf eine, ich weiß ja, auf mich kam das rüber, so eine negative Art, sowieso, und das sind so unseriöse Menschen. Das sind so unseriöse Menschen und die haben mir Schaden zugefügt. So kommt es ein bisschen so auf den Zuschauer darüber, meiner Ansicht nach, es ist nur meine Ja, okay. Interpretation. Und ich wollte auch mal Folgendes dazu sagen, damit es die Zuschauer bitte nicht falsch verstehen, und ich glaube, wir haben da denselben Konsens. Wir streiten es nicht ab, also ich zumindest für meinen Teil nicht, dass es Menschen gibt oder gegeben hat, die Meditation gemacht haben und dann eventuell daraus resultierend schlimmere negative Emotionen in sich gefühlt haben. Das streite ich nicht ab. Das streite ich nicht ab und ich glaube, du auch nicht, oder? Nee, ich auch nicht. Gut, die Frage ist nur, ist es darauf zurückzuführen, dass die Meditation dafür verantwortlich ist, dass der Mensch jetzt anfängt zu leiden? Das ist die Frage. Und ist es die Frage, weil du ja gerade richtig gesagt hast und er ja eigentlich auch, durch die Meditation hat er die Gefühle jetzt mehr zugelassen? Und ist es eventuell jetzt dadurch zu Panikattacken gekommen, weil er das zulässt und vielleicht früher die ganzen Ängste nicht zugelassen hat, was eigentlich, und jetzt kommt der springende Punkt, und das ist jetzt meine Kritik. Das ist jetzt meine Kritik. Das mag sich schlimm anfühlen, das mag sich hässlich anfühlen, da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Aber es ist ja nicht negativ per se, dass das jetzt hochkommt, sondern es kann Das ja anfangen, gefühlt zu werden. Und zu fließen, das mag sich nicht schön anfühlen, richtig. Aber die menschliche Psyche funktioniert nun mal in ihrem Grundgerüst so, dass Emotionen, Gefühle gefühlt werden sollen. ja, klar. Die sollen gefühlt werden. Dafür sind Gefühle da, das leitet sich ja vom Namen ab. Gefühl, fühlen. Und wie du gerade richtig gesagt hast, wir kennen von der Person die Biografie nicht. Wir kennen nicht, was der erlebt hat. Wer weiß, um Gottes Willen. Und wir wissen auch nicht, wie er in der Vergangenheit mit diesen Emotionen umgegangen ist. Das wissen wir auch nicht. Und wenn er dann auf eine bestimmte Art und Weise immer so damit umgegangen ist und ist dann mit der Meditation in Berührung gekommen und hat angefangen, die Gefühle nach oben zuzulassen. Ja, dann kann es schon sein, dass es vielleicht dadurch zu Panikattacken gekommen ist. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, vor allem glaube ich halt auch, dass ein Problem halt darin besteht. Also man muss ja erstmal runterbrechen, was Meditation überhaupt ist. Meditation ist ja, es wird ja immer romantisiert und dann noch so ein bisschen in die Esoterik-Ecke gezogen. Aber letztendlich ist Meditation ja nichts anderes, als das wahrzunehmen, was ist, was jetzt gerade geschieht. Und zwar ohne Bewertung, weil Bewertungen spielen sich immer auf der gedanklichen Ebene ab. Und wirklich halt das zu fühlen, was ist. Und ich glaube, dass viele so, die fangen halt gut an, lassen dann auch das zu, was ist und fühlen das, was ist, aber ab einem bestimmten Punkt fallen sie dann wieder in die Bewertung zurück. Wie man zum Beispiel an diesem Jungen da aus der Doku gesehen hat, er hat es erst zugelassen, dann kam die Panik auf, aber die Panik wurde dann direkt wieder als etwas Negatives gesehen. Er hat den Widerstand hochgezogen und da ist dann quasi das Problem entstanden. Weil wenn er einfach durchgehend von Anfang bis Ende quasi das wahrgenommen hätte, was ist, dann hätte es ja kein Problem gegeben. Aber diese negative Bewertung, die dann direkt wieder mit der Panik quasi einhergegangen ist, weil ein Gefühl ist ja an sich nicht schlecht. Aber dadurch, dass er dann wieder auf der gedanklichen Ebene war und das Ganze bewertet hat, dadurch ist es dann natürlich wieder zu Problemen und vor allem auch zu Widerständen gekommen. So sehe ich das Ganze auf jeden Fall. Ich sehe es eigentlich genauso. Mal eine Frage, weil das wird mir oft gestellt. Wie würdest du sagen, dass der Mensch, wenn er lange genug meditiert, vielleicht sogar Jahre und immer wieder regelmäßig, dass er frei werden kann von Bewertungen? Bist du frei von Bewertungen? Ich bin auf jeden Fall nicht frei von Bewertungen. Also ich glaube, es macht das Leben um einiges einfacher, wenn man
nicht immer an Bewertungen festhalten muss. Das ist ja auch so ein Irrtum, an dem viele festhalten, dass Meditation dich irgendwie zu einem emotionslosen Roboter macht oder dass du nicht mehr Sachen vorausplanen darfst und dass du nur noch im Jetzt bist. Aber ich sage immer, Meditation schafft Optionen und keine Zwänge. Also ich erlange durch Meditation die Option, dass ich nicht mehr an allem festhalten muss. Natürlich kommt es in bestimmten Situationen dazu, dass ich impulsiv an irgendwas festhalte, aber dann kann ich durch die Achtsamkeit das Ganze wahrnehmen und dann loslassen. Das heißt nicht, dass ich von vornherein an nichts mehr festhalte. Thema Zwangsgedanken, gutes Stichpunkt, ne? Ja. Zwangsgedanken, festhalten an Gedanken, Bewertung der Gedanken, neutralisieren von Gedanken, unterdrücken von Gedanken, grübeln über den Gedanken, also nicht mehr im Flow sein, alles festhalten, was kommt, versuchen, was kontrollieren, was als nächstes als Gedanke kommt, damit man keine Angst mehr hat vor dem nächsten Gedanken. Ja. Meditation, was lernt Meditation? Ne? Meditation an nichts mehr festhalten, Gedanken ziehen lassen, kommen, gehen lassen. Ne? Also wie toll ist das denn, wenn man da mit Übungen, und ich meine, es gibt ja ganz viele Studien, ich meine unendlich viele Studien, die zum Beispiel mittlerweile nachgewiesen haben, auch in MRTs sogar, dass sich die Gehirnchemie bei Menschen, die längere Zeit meditiert haben, tatsächlich verändert hat. Ja. Also Ja. ich habe solche Studien durchgelesen und Studien, man kann ja über Studien spotten, wie man möchte. Man sagt ja auch immer so im Volksmund, glaube niemals an eine Studie, die du selbst gefälscht hast. Da mag was dran sein. Yep. Da mag was dran sein, das ist in Ordnung. Aber trotzdem eine Studie, so meine ich zu glauben, leben wir immer noch in einem Land, die nicht veröffentlicht wird, wenn sie nicht komplett durch verschiedene Instanzen durchgegangen ist und durchgecheckt worden ist. Also da muss ich tatsächlich etwas tun und es hat sich auch ganz viele positive Wirkungen bei Menschen durchgesetzt, die an Krebs erkrankt sind und entartete Zellen haben, dass die Meditation in vielen Fällen eine sehr positive Wirkung hatte. Und deswegen finde ich das gerade für meinen Geschmack erschreckend. Und es kommt auf mich ein bisschen leicht so rüber. Und jetzt werden mich viele, viele Menschen vielleicht angreifen, ich sage es aber dennoch, es hat so ein bisschen einen Geschmack. Beweisen kann ich das nicht, aber es hat so ein bisschen einen Geschmack. Da nicht so die mächtige Pharma-Lobby da ein bisschen irgendwo mit drin ist. Jetzt ist das natürlich ein Vorwurf, den kann ich auch nicht beweisen. Ich werde es auch nicht beweisen können. Aber es wäre doch auf jeden Fall mal ein Thema, das man diskutieren dürfte oder könnte oder nicht. Ja, ich denke generell, dass es im Bereich, gerade was alternative Heilmethoden angeht, ob man jetzt von Pharmaindustrie reden will oder nicht, es gibt halt Leute, die verdienen jede Menge Geld mit bestimmten Sachen, mit Schulmedizin. Und ich glaube, dass, ja, wenn halt Sachen rauskommen, die den Leuten zeigen, dass sie nicht darauf angewiesen sind, sondern dass es auch andere Wege gibt, dass diese Menschen natürlich auch alles dafür tun, um an ihrem finanziellen Gewinn festzuhalten. Also da ist jetzt nichts, das mag zwar wie eine Verschwörungstheorie klingen, aber letztendlich ist das Ganze nur logisch. Das ist einfach menschliches Verhalten, einfach Sicherheitsverhalten. Gut, jetzt hat ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wann war das? Ich glaube, vor 2 oder 3 Monaten oder schon ein bisschen länger, unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach auch gemeint, dass die Homöopathie nicht mehr als Medizin, ich glaube, sowas gemeint, nicht mehr als Medizin, glaube ich, anerkannt werden soll, weil das ja Humbug ist. Dazu kann man stehen, wie man will. Natürlich Ja. kann jeder seine Meinung dazu haben, um Gottes Willen. Er kann Recht haben, er kann auch nicht Recht haben. Dennoch zeigt es schon ein bisschen so die Richtung, ne? Die Richtung, also wo geht man da so hin? Alternative Heilmedizin, Pharmaindustrie, Schulmedizin, so das ist Humbug und so, braucht man nicht, erkenne ich nicht mehr an. Das zeigt ja ein bisschen so die Richtung, ne? Ein Darf ich bisschen dazu mal so. kurz was einschmeißen? Ja. Weil er immer so gerade über Globuli hergezogen wird und sowas. Also ich weiß jetzt nicht, ob Globuli funktionieren, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber sich darüber lustig zu machen, wer sich darüber lustig macht, sollte sich einfach mal Studien darüber anschauen, wie Antidepressiva wirken und vor allem, ob Antidepressiva besser wirken als Placebo. Und wer sich diese Studien angeguckt hat, der kann sich dann mal ein Bild machen.
Diese Studien habe ich mir schon öfters angesehen, zu Genüge. Und die Serotonin-Hypothese ist ja auch sehr stark am Wackeln, beziehungsweise stark am Wackeln. Es ist eigentlich schon widerlegt, dass es überhaupt so ist. Ja? Also so könnte man es besser ausdrücken. Aber ich habe ja auch recherchiert. Und ich hatte vorgestern so einen Gedankengang, ist es vielleicht möglich? Könnte es vielleicht sein, dass die Pharmaindustrie einen Rückgang hat an Psychopharmaka-Zahlen am Verkauf und deswegen vielleicht jetzt diese Debatte mit der Meditation gestartet wird, weil bei denen vielleicht die Alarmglocken klingeln, oh, wir machen weniger Absatz. Jetzt muss ich aber ehrlicherweise zufügen, den Medien zufolge habe ich mir relativ neue Artikel durchgelesen. Meine Vermutung hat sich nicht bestätigt, muss ich ehrlich zugeben, hat sich nicht bestätigt. Ganz im Gegenteil, Nimmt wahrscheinlich noch zu, ne? sie nehmen immens zu. Ja, habe ich mir gedacht. Immens, immens, also immens. Ich glaube, in Deutschland ist es allein in Deutschland mittlerweile das, ich glaube, nach den Statinen, die Statinen für die Cholesterin, sind die Psychopharma, glaube ich, mittlerweile auf Platz 2. Es ist egal, ob das jetzt SSRI sind, SNRI oder die anderen, die Tranquilizer, Benzodiazepine und was da alles dazugehört, auch andere Familiengruppen, Opiate, das sind. Also diese Medikamente verkaufen sich noch viel mehr wie vor ein paar Jahren. Deswegen hat es für mich halt im ersten Moment erstmal keinen Sinn gemacht, jetzt eine Debatte zu starten, dass die Meditation schlecht ist, weil wir weniger Absatz bei dem Psychopharmaka machen. Also diese Theorie deckt sich jetzt bei mir nicht. Man könnte aber natürlich auch umgekehrt sagen, wann kriegt der Mensch seinen Rachen eigentlich voll? Ne? Also vielleicht möchte man einfach noch mehr und noch mehr. Wie gesagt, eine Hypothese. Beweisen kann ich es nicht. Für mich ist es aber so, ich finde es einfach etwas, ich finde es ein bisschen komisch, dass das gerade so gehypt wird. Wie siehst du das? Vor allem, ich finde es halt auch ein bisschen komisch, auf welcher Prämisse das Ganze verteufelt wird, weil gerade in der Doku wurde es halt so dargestellt, als wäre Meditation das Problem. Und dann haben sie aber so, da haben sie ja noch diesen einen Härtefall gezeigt, wo sich das eine Mädchen da irgendwie umgebracht hat, angeblich aufgrund der Meditation. Und was sie dann so ganz nebensächlich erwähnt haben, ist dann, dass diese zwei Mädchen noch nie einen Berührungspunkt hatten, überhaupt in ihrem ganzen Leben mit dem Thema Meditation. Und ihr erster Berührungspunkt 10 Tage Vipassana-Retreat war, bei beiden. Und daraus dann quasi die Probleme entstanden sind. Und wenn ich weiß, was Vipassana ist, Vipassana bedeutet, 10 Tage am Stück zu meditieren, 10 Stunden am Tag und bis auf wenige Ausnahmen nicht zu kommunizieren, also nicht zu reden. Ich glaube, schreiben darf man. Die kommt aus Für sich Indien, selbst irgendwie diese Notizen. Mädchen. Die Ja, kommt aus genau. Indien. Und das hört für mich dann schon auf, in die Richtung Meditation zu gehen, sondern das geht für mich dann schon eher in die Richtung Psychedelika, weil Leute auch Richtig. immer wieder davon berichten, dass sie ja regelrecht psychedelische Erfahrungen haben, wenn sie in diesen Retreats sind. Und dann kommt natürlich noch dazu, die eine, die sie interviewt haben, die hat dann gesagt, sie wollte das eigentlich gar nicht. Sie war da, dann hat sie ein schlechtes Gefühl bekommen, wollte eigentlich nach Hause gehen. Und dann haben die Gurus da quasi sie überredet, dass sie dann doch da bleibt. Und das bedeutet dann natürlich, dass sie diese 10 Tage erstmal schon mal komplett auf einem Widerstand hinter sich gebracht hat. Und das ist natürlich ein Rezept, wo die Katastrophe schon vorprogrammiert ist, meiner Meinung nach. Ja, Die Leute hatten. Ja. ich wollte nur ganz kurz hinzuwählen, für die Leute vielleicht auch wichtig, bei dieser Meditationstechnik, die du gerade erwähnt hast, da wird ja auch immer wieder von dem sogenannten Nirvana gesprochen, ne? Also den Himmel und aus der indischen Philosophie heraus. Du hast gesagt, es hat etwas Psychedelisches schon in dieser Richtung. Und wie gesagt, da möchte ich auch gar nicht abstreiten, dass wenn man das irgendwie falsch anwendet und vorher vielleicht schon sehr, sehr sensibel und zerbrechlich war, dass das eventuell da schon in der Richtung negative Auswirkungen haben könnte. Ja.
Ja, das ist halt als. Es ist halt einfach was für Fortgeschrittene. Ich kann ja auch nicht, weiß ich nicht. Ich bin noch nie laufen gegangen, nehme dann an einem Marathon teil, breche dann in der Mitte des Marathons zusammen und sagt dann, der Marathon war das Problem. Das ist halt einfach. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich meditiere jetzt seit ungefähr 6 Jahren täglich und ich traue mich nicht daran. Einfach nur mal so, um die Relation herzustellen und dann daran zu gehen, ohne überhaupt irgendwas mit dem Thema zu tun zu haben, ist halt schon eine gewagte Unternehmung, sage ich mal so. Meditation nutzt du so das so klassische MBSR, wie auch der Herr Zinn aus den 90er Jahren mit dem gepredigt hat, so das ganz klassische MBSR? Ja, einfach dieses ganz normale Zazen, einfach sitzen, halbe Stunde morgens Mhm. und einfach Also das ganz wahrnehmen, was ist. Ja, ganz einfach klassisch. wahrnehmen, wenn es okay. Ja. Halbe Stunde jeden Tag? Ja. 7 Tage die Woche. Ja. Du hast ja, glaube ich, früher noch länger meditiert. Ne? Ich glaube, wir hatten ja schon mal Ja, ein Video gehabt. Wenn es die früher war Leute ich. ganz kurz ein Video von 1 Jahr her, wenn es interessiert, hier oben auf den i einmal klicken. Du hast ja früher viel, viel länger noch meditiert. Ich glaube, Stunden. Ne? Ja, früher war ich da so ein bisschen Hardliner, Stunde, anderthalb Stunden, so ganz nach dem Schema, viel hilft viel, aber mittlerweile glaube ich, dass das ja, dass das nicht sein muss, dass man auch gute Erfolge erzielen kann, wenn man sich so einen Sweet Spot raussucht, 10, ach, 20, 30 Minuten, vielleicht auch 10 Minuten, kommt wahrscheinlich auf die Person an. Jetzt Das hat man ja auch Wichtige ist immer. halt aber wirklich, dass man halt wirklich dranbleibt und das Ganze täglich macht, weil wenn man immer wieder Unterbrechungen drin hat, dann wird daraus keine Gewohnheit und dann ja, hat man wahrscheinlich auch nicht die Erfolge, die man, weil sich davon verspricht, wenn man sich überhaupt Erfolge davon versprechen sollte. Ich habe auch immer in letzter Zeit immer so harte Vorwürfe gehört und gelesen, Meditation macht viele Menschen auch motivationslos. Habe ich sehr oft gelesen, also es macht einen gleichgültiger und motivationslos. Kannst du das bestätigen? Das Gleichgültigkeit vor allem habe ich auch sehr oft gelesen. Gleichgültigkeit, so, das stört mich alles nicht mehr, so, ist mir egal. ist ja auf der einen Seite positiv, ne? Aber wenn wir, also wenn man sich jetzt nicht mehr irgendwie von, weiß ich nicht, Nachrichten beeinflussen lässt, ist ja ein ganz großes Thema. Aber dass einem jetzt die Motivation fehlt oder dass man keinen Antrieb mehr hat für irgendwas, das kann ich auf jeden Fall so nicht unterschreiben. Ganz im Gegenteil. Ich kann es auch nicht unterschreiben. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch, für mich muss ich sagen, ich bin jetzt nicht, ich bin kein Hardliner. Also ich bin keiner, der jetzt jeden Tag stundenlang meditiert. Das habe ich auch früher nicht gemacht. Ich will aber schon sagen, dass Meditation für mich persönlich ein Bestandteil ist, wenn ein Mensch zum Beispiel Zwangsgedanken hat, Ängste, wo es einen großen Teil dazu beitragen kann, sich damit zu beschäftigen und es hilfreich ist, sich von Ängsten und Zwängen befreien zu können. Ja. Ja, Also, so sehe ich das. ich glaube halt einfach, dass man einfach davon wegkommen muss und das ist halt so eine Entwicklung, die ich sehr problematisch sehe, was Meditation angeht, ist halt einfach, wie das Ganze vermarktet wird. Das Ganze wird so Pop-Culture, Trendy, Fitness, so alles so in diese Ecke geschoben. Aber ich glaube, man sollte dieses Werkzeug auf jeden Fall nicht unterschätzen, was die Macht dieses Werkzeugs angeht. Weil ich glaube, da gehen viele mit völlig falschen Erwartungen ran und aus diesen Erwartungen entstehen dann nun mal Probleme. Weil wenn ich das Ganze auf die leichte Schulter nehme, dann muss ich mich auch nicht wundern, dass vielleicht irgendwas hochkommt, womit ich noch nicht umgehen kann oder irgendwas in die Richtung. Also ich habe mal vor 2 oder 3 Jahren, das ist schon länger, habe ich mal eine randomisierte Studie gelesen, da hieß es, Meditation, circa gleichwirkende Wirkung wie Antidepressiva. Also mindestens, ich habe jetzt die Studie nicht parat, ich werde sie raussuchen, ob ich sie mal wieder finde, dann werde ich sie auch in die Infobox auch mit verlinken, dann können sich die Zuschauer das mal durchlesen. Ich schaue dann auf jeden Fall, dass ich sie finde. Ja, eine Und Escitalopram-Studie war das. Meditation gegen Escitalopram. ich glaube, das war Escitalopram, ja. Ich glaube, Escitalopram. Und Escitalopram gehört jetzt eigentlich, also
wenn man jetzt daran sagen möchte, Antidepressiva sind gut oder nicht, das ist ja eh ein umstrittenes Thema. Aber Escitalopram gehört zu den sehr guten Antidepressiva und vor allen Dingen gut verträglichen. Und auch zu den relativ neuen. Ne? Ich habe es früher damals auch eine Zeit lang genommen. Also ich war ja damals am Boden. Ne? Ich habe mir gar nicht mehr weitergeholfen. Und ich glaube, wenn einer so weit am Boden ist, der greift dann irgendwann mal an jeden Strohhalm, wo er einfach nur kann. Und ich muss zugeben, ich wollte nie, 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 nie Medikamente nehmen. Nie. Und ich habe es auch versucht, so lange wie möglich, aber irgendwann mal bin ich dann eingeknickt. Du hast Medikamente genommen in deiner Ich habe schlimmen keine Zeit? Medikamente genommen. Hast keine genommen? Kann es aber auch, ehrlich gesagt, niemandem verübeln. Vor allem halt auch durch diese gesellschaftliche Prägung, weil halt ein riesiger Marketingapparat dahinter steckt, der das Ganze halt so vermarktet, als würde es das Problem lösen. Aber das Ganze so als Langzeitlösung zu sehen, wie es nun mal auch manchmal dargestellt wird, halte ich auf jeden Fall für sehr gefährlich. Und man muss sich einfach mal vor Augen halten, der wichtigste Faktor, wenn es um Emotionen geht, ist halt, diese Emotion zu fühlen. Und das funktioniert halt nun mal nicht, wenn man die Symptome, über die sich die Emotion zeigt, unterdrückt. Mehr gibt es dazu auch eigentlich gar nicht zu sagen, meinerseits. Sehe ich genauso. Eine Frage hätte ich, wie stehst du dazu oder bist du der Meinung, wenn eine Person, und es gibt es tatsächlich auch gar nicht so selten, dass eine Person so weit unten ist, gerade zum Beispiel bei Depressionen, wo die Person schon gar nicht mehr zugänglich ist. Also ich habe Ja. sowas schon öfters gesehen, die sind tatsächlich nicht mehr zugänglich. Also Ja. die sind nicht mehr aufnahmefähig, wenn du denen irgendetwas erklärst. Also die sind da so in ihrer Grübeln, da ist ja auch die Konzentration, die ist ja komplett weg. Die Aufmerksamkeitsspanne liegt vielleicht bei 30 Sekunden. Die nehmen nichts mehr auf. Da geht gar nichts mehr. Also das kann Ausmaße annehmen, die sind, ich sage nur an dieser Stelle, arme Menschen, weil das ist wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Wie siehst du da das Ganze? Gerade mit Medikamente nicht als Dauertherapie, Ja, als Stütze. das ist die einzige Ausnahme, wo ich das Ganze als sinnvoll erachte. Dafür sind diese Medikamente nun mal da, um jemanden therapiefähig zu machen. Und in vielen dieser Medikamente steht auch drin, dass man sie nicht länger als x Wochen nehmen soll. Was man dann aber halt in der Realität sieht, ist, dass diese Leute diese Medikamente teilweise über Jahre hinweg nehmen. Leben lang. Oder ein Leben lang. Aber das ist, wie gesagt, um therapiefähig zu werden und aufnahmefähig zu werden und dann die nötige Veränderung an den Tag zu legen, nachdem sich das Nervensystem vielleicht ein bisschen beruhigt hat und man überhaupt Informationen verarbeiten kann, da kann das Ganze natürlich sinnvoll sein. Das will ich gar nicht abstreiten. Habe ich auch noch nie abgestritten. Ich auch so. Absolut. Aber das sind halt wirklich, ich sag mal, Härtefälle, wenn ich schätzen müsste, von allen Leuten, die Medikamente nehmen, würde ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht sagen, dass es bei vielleicht 90% eigentlich nicht nötig ist. Ich kenne jetzt dazu keine Zahl, aber Nee, die Zahl habe ich mir kann. jetzt aus dem Ärmel geschüttelt. Also, das ist jetzt Also. einfach nur basiert einfach nur auf meinen Beobachtungen, aber. Achso, okay. Auf Bei deiner vielen, eigenen Expertise, was genau. du so mit Menschen zu tun hast und so weiter. Bei vielen liegt es nicht daran, dass sie nicht therapiefähig sind, warum sie Medikamente nehmen, sondern einfach, weil es ihr erster Impuls ist, weil sie denken, dass der richtige Weg ist, das Symptom zu unterdrücken, das Gefühl zu unterdrücken, statt es zu fühlen. Und meiner Meinung nach basiert darauf der Großteil des Medikamentenkonsums. Auf einer völlig falschen Perspektive darauf, was es bedeutet, ein Gefühl zu verarbeiten und ein chronisches Gefühl oder die chronische Angst zu überwinden. Ja, das sehe ich genauso. Ich finde, ich habe ja, ich glaube ja du auch, ich habe ja den ganzen Tag so mit diesen Menschen auch zu tun.
Und wenn ich immer so, mit Verlaub, wenn ich mal so kurz, man muss sich das mal vorstellen, wie leicht, und ich höre das fast jeden Tag, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag, wie leicht diese Medikamente verschrieben werden, wie leicht. Und sie werden, diese Zahl ist jetzt auch bei mir aus den Ärmel geschüttelt, aufgrund meiner Expertise, ich sage 50% von Hausärzten sogar verschrieben. Ja. Von Hausärzten, von Hausärzten. Also das ist jetzt keine Zahl, die ich offiziell kenne, das sage ich jetzt nach meiner Expertise. Bestimmt die Hälfte, also mindestens die Hälfte, die kriegen die vom Hausarzt verschrieben. Ich habe diese Leute bei mir, die sitzen da bei mir und sagen, ich war beim Hausarzt, und ich habe diese Geschichte, fällt mir gerade ein, du wirst das verblüffend finden. Diese Person sagt, sie hat vor 2 Wochen, also ein bisschen länger her, eine Serie auf Netflix gesehen, da ging es um diesen Jeffrey Dahmer, ja. Und der hat da seine schlimmen Taten gemacht. Und die Person, das muss man sich mal vorstellen, das ist eine wahre Geschichte. Die Person, die war soweit völlig psychisch in Ordnung. Sie sieht sich diesen Film an des Abends und ist ein bisschen ängstlich von den Szenen, und in ihr schießt ein Gedanke nach oben. Der Gedanke war wie folgt: Was wäre, wenn ich sowas auch machen würde? Es würde der eine oder andere sagen, bestimmt völlig normaler Gedanke, den jeder entwickeln kann. Der Gedanke hat ihr sehr starke Angst gemacht, weil sie ihn auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert hat und ihn nicht akzeptieren und nicht loslassen konnte. Also es sind Angstsymptome, körperliche Symptome entstanden. Sie konnte das nicht mehr loslassen, und es entstand eine Panikattacke. Das erste Mal in ihrem Leben. Jetzt weiß die Person nicht, was ist eine Panikattacke? Noch nie in ihrem Leben und nicht mal gehört. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Was ist das, etc. Körperliche Symptome, etc. Krankenwagen gerufen. Krankenwagen natürlich, was sagt er? Alles in Ordnung. Ja, Sie scheinen psychische Probleme zu haben. Gehen Sie mal morgens zu Ihrem Hausarzt und lassen Sie sich mal einfach mal abchecken. Die Person ist am nächsten Tag zum Hausarzt, hat davon erzählt, der Hausarzt, hier haben Sie mal, hier haben Sie von mir mal Lavendelvaccin, das können Sie mal nehmen. Ist kein Schmarrn. Ja, ich Es ist, weiß. Lese ich, ich auch jeden Tag. das ist bestimmt kein Einzelfall. Nee, absolut Nein, nicht. es passiert millionenfach, André. Millionenfach. Ich weiß. Millionenfach. Jetzt, kann man das mal kurz so festhalten? Die Person schaut sich einen Film an, hat diesen Gedanken, kann den nicht loslassen, kriegt eine Panikattacke, ist nächstes Mal beim Arzt und kriegt Chemie verschrieben wegen diesem Vorfall. Wir werden mal mit Aufklärung erst einmal, was da ist. Vielleicht, du hattest eine Panikattacke, und wenn das und das passiert, dann schlägt das Herz schnell, ist nicht gefährlich. Du hattest diesen Gedanken erstmal um den Menschen und so, und dann kriegst du mal eine Lavendelvaccine. Ist heftig, ne? Also Es ist Katastrophe. da läuft doch bei uns irgendwas falsch, oder nicht? Ja. Da läuft was falsch. Und das sind diese Dinge, die ich dann sehr stark kritisiere. Also das sind Dinge, das kannst ja keiner erzählen. Entschuldigung, dass ich das sage, was stimmt mit dem Arzt nicht?